Unter einer Exazerbation einer Lungenfibrose verstehen wir eine akute Verschlechterung der Symptome, sei es jetzt Husten oder vor allem auch der Atemnot. Die Ursachen für so eine Exazerbation sind recht vielfältig. Bei manchen Patienten ist es eine Infektion, sei es jetzt mit einem Virus oder auch mit einem Bakterium, die zu dieser Verschlechterung führen kann. Bei vielen Patienten wissen wir es letztendlich nicht und wir nennen es dann eine idiopathische Exazerbation. Warum Exazerbationen wichtig sind, ist einfach zu erklären. Eine Exazerbation führt zu einer beschleunigten Schädigung des Lungengewebes und diese Schädigung ist nicht mehr rückführbar. Und dementsprechend muss man bei Patienten mit einer Exazerbation so rasch wie möglich eine Therapie einleiten. Bei manchen Patienten ist diese Exazerbation letztendlich aber auch etwas, was zum Tode führt. Und auch aus diesem Grund ist es so wichtig, dass man bei einer Verschlechterung der Symptome auch seinen Arzt aufsucht. Eine akute Verschlechterung der Symptome kann mehrere Ursachen haben. Einmal wissen wir, dass Lungenfibrosen nicht immer sehr homogen verlaufen, gleichmäßig verlaufen. Sie können auch einmal eine rasche Verschlechterung haben und dann wieder eine Plateauphase einnehmen. Darüber hinaus und daneben gibt es auch die sogenannte Exazerbation, die eine akute Verschlechterung eben dieser Erkrankung darstellt und zu einer fast stufenhaften Verschlechterung letztendlich der Lungenfunktion führen kann. Bei einer akuten Verschlechterung Ihrer Symptome sollten Sie rasch versuchen, Ihren behandelnden Arzt zu kontaktieren. Häufig reicht ein Telefonanruf, um sich zu vergewissern, dass für diese Verschlechterung der Symptome nichts Lebensbedrohliches ist. In manchen Fällen ist es wichtig, Ihren Arzt aufzusuchen. Die psychische Verfassung wirkt sich direkt auch auf die Atemnot aus. Und da ist es wichtig, Ängste, die Sie eventuell mit der Diagnose dieser Erkrankung verbinden, mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen oder auch in Selbsthilfegruppen mit Patienten besprechen, die unter ähnlichen Symptomen leiden. Solche Gespräche können häufig bereits dazu führen, dass die Ängste abnehmen und dadurch auch die Atemnot direkt verbessert werden kann.